Pennywise, der Clown, ist wohl für viele Fans des Horrorfilms die Verkörperung ihrer Albträume aus Kinderzeiten. Die Schreckensgestalt aus Stephen Kings Roman S hat's nun erneut auf die Leinwände geschafft und ist noch furchteinflößender als sein Vorgänger. Was den Clown so unheimlich macht und was noch alles so hinter der Figur von Pennywise steckt, erfährst du jetzt. Hier sind 5 Fakten über Pennywise, die dich erstaunen werden. Los geht's! Fakt Nummer 1. Der ewige Rivale. Habt ihr schon mal davon gehört, dass Pennywise unglaubliche Angst vor Schildkröten haben soll? Warum, wird in der Filmversion nicht wirklich erklärt. Denn was Stephen King in seinem über 1000 Seiten starken Roman alles so ersinnt, kann schlecht in einem Film zusammengefasst werden. Wir versuchen also, das nicht ganz einfache Makroversum aus S für euch zusammenzufassen. In eben diesem Makroversum existieren 2 Kräfte, Rivalen seit ewigen Zeiten. Das Böse in Form von S sowie das Gute in Gestalt einer riesigen Schildkröte, die vor langer Zeit unser Universum hervorgewirkt haben soll. Was? Ja, richtig gehört. Sie selbst spricht von Magenproblemen. Es ist also kein Wunder, dass Pennywise immer noch in ständiger Angst vor seinem einzig wahren Rivalen, der Schildkröte, lebt. Doch in der Schwärze des Makroversums gibt es eine Barriere, hinter der S in Gestalt der Totenlichter wandelt und unmöglich zu besiegen ist. Genau deshalb versucht der Clown auch, Bill und später auch Richie dorthin zu bringen, um sie endlich vernichten zu können. Fakt Nummer 2. Gestaltwandler. Abseits von seinem furchteinflößigen Aussehen besitzt Pennywise noch einige andere Fähigkeiten, die in den Filmen weniger zutage treten. Tatsächlich ist die Gestalt des Clowns nämlich nur eine von vielen, die der Gestaltwandler annehmen kann. Pennywise ist bloß die bevorzugte Tarnung des Außenseiters, der sich ansonsten vornehmlich in das verwandelt, vor dem sein Gegenüber am meisten Angst hat. Na, erinnert euch das an etwas? Diese Beschreibung passt doch auch ziemlich gut zum Irrwicht aus Harry Potter. Kein Wunder, denn J.K. Rowling und Stephen King schätzen sich gegenseitig sehr. Und vermutlich handelt es sich um eine Widmung. Wie dem auch sei, Pennywise ist also nur eine von vielen Formen, denn der Todbringer kann sich auch noch in einen Werwolf, eine Riesenspinne, Wasserleichen und vieles mehr verwandeln. Irgendwie noch gruseliger als die Clowngestalt, oder? Hinzu kommt, dass er sich plötzlich unsichtbar machen kann und die Telekinese beherrscht, mit der er nicht nur Lichter manipulieren, sondern auch Gehirnwäschen verpassen kann. Fakt Nummer 3. Wahre Begebenheiten. Auch wenn Pennywise einer der wohl bekanntesten Killer-Clowns ist, so glauben viele Fans des verrückten Unterhalters, dass er auf dem realen Serienmörder John Wayne Gacy basiert. Dieser trieb zwischen 1972 und 1978 sein Unwesen in Chicago. Inzwischen ist bekannt, dass er sich für die Vergewaltigung und Ermordung von 33 Jungen und jungen Männern zu verantworten hat. Bekannt wurde er in den Medien als Killer-Clown, da er als Pogo der Clown in einem selbstgenähten Kostüm die Kinder auf der Straße unterhielt. Sein erstes Opfer, der 16-jährige Timothy McCoy, folgte ihm sogar freiwillig mit nach Hause, wo Gacy den Jungen vergewaltigte und anschließend mit einem Messer erstach. Er verscharrte ihn, ähnlich wie seine späteren Opfer, unter dem Kriechkeller. 6 Jahre nach dieser ersten Tat wurde er schließlich wegen Mordverdachts verhaftet. Er erhielt 21 Mal lebenslang sowie 12 Mal die Todesstrafe und wurde 1994 durch Injektion hingerichtet. Seine Opfer waren zwischen 14 und 21 Jahre alt, viele von ihnen waren junge, männliche Prostituierte. Nach wie vor ist die Identität von 8 Opfern unklar und es wird vermutet, dass er weitere Morde verübt haben könnte. Ob dieser Mann nun wirklich die Vorlage für unseren Pennywise ist? Furchteinflößend genug ist er auf jeden Fall. Fakt Nummer 4. Clownphobie. Auch wenn Pennywise wohl jeden Kinobesucher zum Fürchten bringt, gibt es einige Menschen, die tatsächlich krankhafte Angst vor Clowns haben. Genannt Kulrophobie. Doch warum bekommen wir eigentlich ein beklemmendes Gefühl bei diesen Gestalten, die eigentlich bloß zu unserer Unterhaltung da sein sollten? Bei Erwachsenen ist es oft das stark geschminkte Gesicht des Clowns, das Angst hervorruft. Dabei liegt der Grund eigentlich auf der Hand. Denn wir Menschen fühlen uns im Allgemeinen unwohl, wenn wir die Gesichtszüge und Mimik unseres Gegenübers nicht richtig erkennen und interpretieren können. Dazu kommt, dass die meisten Clownsfiguren sich auch noch anders verhalten, als die üblichen Umgangsformen vorsehen. Dadurch wirken sie unberechenbar und lösen bei uns Unbehagen und Unsicherheit aus. Wer sich bisher trotz alledem nicht vor Clowns gefürchtet hat, der dürfte durch die Horror-Clown-Vorfälle 2010 vielleicht dann doch ein mulmiges Gefühl bekommen, wenn er im Park einem Maskierten begegnet. Und da sind wir bei Fakt Nummer 5. Alt gegen neu. Wer sowohl die alte Verfilmung aus dem Jahr 1990 als auch die erst kürzlich erschienene Version gesehen hat, wird erkannt haben, dass die beiden Clowns recht unterschiedlich sind. Der alte Pennywise, von Schauspieler Tim Curry gespielt, weicht tatsächlich stark vom Clown im Buch ab. Kiss me, bad boy! Er hat rote statt orangene Haare und tritt auch sonst sehr viel farbenfroh auf, welches dem eines normalen Clowns doch recht nahe kommt. Das funktioniert zwar als Köhler für seine Opfer tatsächlich besser, ist aber eigentlich gegenteilig zum Wesen im Buch. Der neue Pennywise im Film von 2017, gespielt von Bill Skarsgård, The thing goes grrrr.
Bill Skarsgård kommt da schon eher an das Original heran. Denn hier wirkt der Clown wie ein furchterregendes Monster, das sich bloß versucht, als menschenähnlicher Clown auszugeben. Eben genau so, wie es im Roman gedacht ist. Allerdings hatten wohl beide Schauspieler sehr viel Spaß daran, ihre kindlichen Kollegen am Set in Furcht zu versetzen. Skarsgård. Ey, Scheiße. Skarsgård. Warum? Wieso? Vermied vor den ersten gemeinsamen Szenen mit den Kindern sogar den Kontakt, da er und der Regisseur Andy Muschi. Skarsgård vermied vor den ersten gemeinsamen Szenen mit den Kindern sogar den Kontakt, da er und der Regisseur Andy Muschietti der Meinung waren, die schaurige Interaktion würde so besser funktionieren. So Leute, das war's mal wieder für heute. Falls ihr den neuen oder vielleicht auch den alten Film noch nicht gesehen haben solltet, dann hoffen wir haben euch in diesem Video nicht zu viel gespoilert. Seid ihr ein Fan der Horrorfilmgenre, lohnen sich diese beiden Filme auf jeden Fall. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine positive Bewertung dalassen. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres interessantes Made My Day Movie Video angucken und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.